Ich freue mich jetzt auf den nächsten Programmpunkt aus mehrererlei Gründen. Nicht nur, weil wir fantastische SpeakerInnen haben. Eine hier real vor Ort, eine weitere zugeschaltet im digitalen Raum, die jetzt mit Mike Berndt als Programmmanager des KI-Campus über Inklusion sprechen werden. Weil wir haben nämlich heute mehrfach das Thema, ich würde mal sagen, einmal konkret angesprochen und andererseits mitgedacht. Also die Frage des Zugangs für alle, die Frage eines viel breiteren Zugangs zum Thema KI ist heute schon mehrfach diskutiert worden. Wir setzen jetzt auf den ganz konkreten Erfahrungen der beiden Dozentinnen, die wie gesagt mit Mike Berndt diskutiert werden. Auf der einen Seite Professor Dr. Claudia Lemke, sie ist hier vor Ort als Professorin für Wirtschaftsinformatik an der HWR in Berlin, neben vielen anderen Hüten, die sie aufhat. Und auf der anderen Seite zugeschaltet Professorin Dr. Dagmar Monett. Auch sie ist wiederum Professorin für Informatik an der HWR Berlin und Professor Dr. Computer Science ebenso. Also, ich würde mal sagen, ich überlasse Ihnen die Bühne und wir sind gespannt auf Ihre Erkenntnisse. Herzlichen Dank und vielen Dank überhaupt, dass wir hier bei diesem inspirierenden Festival dabei sein dürfen. Und für mich ist es natürlich besonders toll, dass ich das jetzt endlich wieder mal live machen kann, weil wir als Professorinnen leben ja davon, dass wir interagieren mit unseren Studierenden oder Zuhörenden allgemein. Genau, vorgestellt wurden wir schon zur Genüge, da mag ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Vielleicht mögen Sie sich noch erinnern, heute Morgen hatten wir die Keynote von Frau Professorin Pellert. Und sie stellte die Frage, was ist eigentlich gute Lehre? Sie beantwortete das aus ihrer Sicht richtig mit dem Thema der Personalisierung. Wir möchten diese Frage beantworten aus dem Thema Inklusion oder mit dem Bereich Inklusion und Diversität. Und das ist letztendlich unsere Triebkraft gewesen, gemeinsam mit dem Mike Berndt, dem KI-Campus, dem Linus, hallo, einen Kurs zu entwickeln zur Daten- und Algorithmenethik auf dem KI-Campus. Und unsere Erfahrungen diesbezüglich möchten wir jetzt gerne mit Ihnen gemeinsam teilen. Genau, es ist unbestritten, auch wenn ich nicht alles verfolgen konnte, dass KI als die transformative Technologie der Zukunft und eigentlich auch schon aktuell gesehen wird. Und transformative Technologien haben so eine bestimmte Eigenschaft. Sie beeinflussen extrem stark unser Verhalten. Die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschieben sich durch transformative Technologien. Gleichzeitig benötigen wir eine Reihe zusätzlicher Kompetenzen, um mit der Komplexität dieser transformativen Technologien umzugehen. Auf der anderen Seite, das betrifft KI, aber eben nicht nur KI, sehen wir, dass transformative Technologien die Fertigkeit haben, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft stärker zu automatisieren. Das heißt, Technologie durchdringt auch unsere Prozesse, unsere Strukturen in Unternehmen, in der Gesellschaft allgemein. Und das bedeutet letztendlich, wenn wir eine Teilhabe, eine positive Teilhabe haben wollen an diesen transformativen Technologien, dass wir die Frage beantworten, wie interagieren wir eigentlich mit diesen Technologien? Und das meinen wir vor allem im positiven Sinne. Wie können wir positiv mit diesen Technologien interagieren? Wie sollte in eine Interaktion zwischen Mensch und Technologie aussehen? Und das war unsere absolute Motivation zu sagen, wir müssen letztendlich als Kompetenz dieses digital-ethische Denken schulen, es erweitern, es schärfen. Und das hat uns dazu gebracht, in der Mitte sehen Sie unser Symbol der Daten- und Algorithmenethik des Kurses auf dem KI-Campus, letztendlich diese Themen zu pointieren, KI-Grundlagen zu liefern, aber auch Anwendungsbereiche, aber letztendlich ganz extrem das Thema zu stressen, Ethik und Kultur. Und was bedeutet das? Jeder von uns hat einen kulturellen Hintergrund, das beeinflusst unsere moralischen Vorstellungen, unsere moralischen Werte und beeinflusst damit letztendlich auch die Art und Weise, wie wir mit Technologien umgehen. Und um diese Denkweise zu schulen, diese Kompetenz zu stärken, ist es notwendig, dass jeder Mensch einen Zugang zu diesem Wissen, zu dieser Lehre hat, wie wir es heute Morgen gehört haben. Was ist gute Lehre? Und das war unsere zweite Triebkraft zu sagen, digitale Teilhabe funktioniert nur, wenn wir jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin in dem Falle über KI ausbilden können. Und deswegen war für uns relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, unser Kurs auf dem KI-Campus muss inklusiv sein, er muss divers sein. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Inklusion, was ist Diversität?
Wir in Deutschland haben eine sehr spezifische Auffassung dazu. Für uns gibt es mit Gesetzen abgebildet den Begriff der Barrierefreiheit. Im angloamerikanischen Bereich spricht man aber von Neurodiversity und meint letztendlich ein Konzept, zu sagen, wir akzeptieren, dass Menschen natürliche Unterschiede haben in Bezug auf ihr eigenes menschliches Gehirn und damit unterschiedliche Ausprägungen haben, wie sie lernen, wie sie mit Aufmerksamkeit umgehen, wie letztendlich ihre Stimmung ist, wie andere mentale Funktionen aussehen. Und Neurodiversity meint auch, dass Menschen nicht stigmatisiert werden sollten anhand ihrer neurologischen Differenzen oder dass es im pathologischen Sinne als eine Krankheit ausgeprägt ist. Und wenn ich Sie jetzt frage, das ist jetzt mehr rhetorisch, weil die Teilnehmerschaft live relativ klein ist, aber vielleicht können das ja die Zuhörenden in den Chat schreiben, ist die Frage, was denken Sie denn, wie viele Menschen der Gesellschaft haben denn das Gefühl, neurodiverse zu sein? Vielleicht gibt es jemanden, der es mir spiegeln kann, was der Chat sagt. Ich gebe aber die Antwort auch gleich mit. Man schätzt, dass 30-40% der Bevölkerung denken, dass sie neurodiverse sind. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was bedeutet eigentlich Neurodiversität? Sind es Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche? Und Sie hören es schon am Begriff der Schwäche, wie es bei uns in Deutschland definiert ist. Es sind Menschen mit autistischen Syndromen. Es sind auch hier wieder die medizinische Begrifflichkeit dahinter. Es sind Menschen mit ADHS. Und alleine die Europäische Gesellschaft für Lese-Rechtschreibschwäche, die European Dyslexic Association, sagt, in Europa gibt es 5-12% von Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Das heißt, wir würden diese Menschen nicht erreichen, wenn wir Lernangebote so gestalten, dass sie, ich sage es jetzt bewusst so, nur den Rest der Menschheit treffen. Weil, was diese neurodiversen Menschen ausmacht, ist, sie haben spezifische Lernbedürfnisse. Sie haben spezifische Lernbedürfnisse in der Art und Weise, wie sie mental denken, wie sie Wissen verarbeiten, wie sie letztendlich auch Wissen wiedergeben. Und deswegen haben wir dann gemeinsam mit einem Kollegen aus England Anforderungen entwickelt für unseren Kurs, der letztendlich im Ergebnis ein neurodivers freundliches digitales Lernangebot sehr künstlich darstellt. Und hier geht es darum, wie Farben gestaltet sind, hier geht es darum, wie letztendlich multimediale Inhalte transportiert werden. Hier geht es aber auch um ganz banale Dinge wie die Länge von Lerneinheiten, die Nutzung von Symbolen als Wiedererkennungseffekt und so weiter und so fort. Und wir sind eben davon getrieben gewesen, diese Anforderungen auch deswegen zu berücksichtigen, weil wir überzeugt sind, dass wir damit auch allen Menschen eine ausgeprägte und eine diverse Art und Weise des Lernens ermöglichen, dass wir damit die Stärken jedes Einzelnen auch nutzen können und dass wir damit, um nur den letzten Satz zu sagen, auch die digitale Spaltung grundsätzlich verringern. Und wie genau wir das umgesetzt haben, das wird jetzt meine Kollegin vorstellen und Mike Berndt reflektiert es dann als Projektmanager vom KI Campus, welche Herausforderungen wir damit hatten. Ja, vielen Dank, Claudia, und hallo von mir an allen. Also da wollten wir dann oder möchten wir dann über unsere Erfahrungen berichten und wie wir dann diese Grundlagen für die Gestaltung thematisiert haben, konzipiert haben und dann auch realisiert haben. Und es geht um zwei Säulen, also Neurodiverses Design, das irgendwie diese Differenzen in der Art und Weise, wie Inhalte, Konzepte, Begrifflichkeiten wahrgenommen werden, aber auch audiovisuelle Elemente und auch die Antwort, wenn Sie zum Beispiel einen Test teilnehmen oder die Interaktion mit solchen Systemen. Und die andere Säule ist spielbasiert, also spielbasierte Vermittlung von diesen Inhalten, von Fragestellungen zu den Konzepten, zu den Begriffen, bei uns dann Fokus, Ethics und Daten und Algorithmen, speziell KI-Algorithmen. Die nächste
Folie stellt unsere Lernreise dar, also hier in der Form von einer Infografik. Das ist eine von den Elementen von unserem Kurs. Wir haben unseren Kurs in verschiedenen Episoden geteilt. Wir machen eine Einführung am Anfang und dann danach haben wir dann Grundlagen von ethischen Konzepten, auch Prinzipien, ethischen Prinzipien für Daten und Algorithmen. Wir haben auch unsere Spiels, unsere Games, Pocket Games haben wir das genannt, am Ende von jeder Episode Kurse, spielbasierte Elemente, wo die dann reflektieren können, aber auch ihr Wissen testen können. Und auch haben wir ein Endspiel, ein großes Ethics-Spiel am Ende des Kurses, wo die auch dann endlich mit diesem System umgehen und die wichtigen Fragen der Verantwortung von ethischen Algorithmen, Gestaltung von ethischen Algorithmen oder von Daten, Ethik von Algorithmen dann nochmal berücksichtigen. Wir haben das dann anhand von verschiedenen Elementen. Ich würde dann hier ganz schnell über ein paar gehen, zum Beispiel Textelemente, Textinhalte, die wir nicht nur in unserem Kurs dort als Teiltexte begleitet mit Icons, die wir oder die eine Agentur speziell mit uns zusammen erstellt hat, designt hat und realisiert hat, sondern wir haben das in der Form von Infografiken, die auch die Palette von Farben berücksichtigt, zum Beispiel, dass es einfacher zu lesen ist. Es fängt von Schriftarten, nicht nur Farben, sondern auch Schriftarten, wie was ist der Abstand zwischen den verschiedenen Elementen, was soll dann kombiniert werden, was soll nochmal vorkommen, sodass die dann visuell auch assoziieren können, Inhalten oder Begriffe oder Teilarten von Aufgaben, abhängig der Farbe, abhängig, ob es fett ist oder nicht. Also solche Elemente haben wir anhand von den Anforderungen integriert. Weitere Beispiele in der nächsten Folie sind visuelle Elemente wie Animationen, Icons etc., die wir auch über alle Episoden eingesetzt haben, verwendet haben. Nächste Element ist auch visuell und das sind Erklärvideos, wo wir dann manchmal, Claudia und ich, konkret Begrifflichkeiten definieren, mit dem Teilnehmer auch reden, einen Dialog versuchen, aber auch andere Begrifflichkeiten definieren, auch anhand von interaktiven Videos, wo dann die Lernende die Möglichkeit haben, Fragen zu beantworten innerhalb des Videos, aber auch begleitet von Animationen, tolle Animationen, die die Agentur für uns gestellt hat. Wir haben auch andere Arten von Videos und das ist genau die nächste Folie, also wo wir dann, das Thema ist ja wichtig, also Ethik von Algorithmen, Ethik von Daten, digitalen Elemente, die wir integriert haben, müssten sein dann auch die Interviews. Wir haben dann internationale Experteninterviews und auch für die Konzeption der Videos, also plötzlich waren wir auch Designers und für die Konzeption der Videos haben wir dann auch die Anforderungen beachtet. Zum Beispiel, dass es gleichzeitig nicht Musik oder jemand reden sollte, während irgendwelche Definitionen zusammenkommen. Also das wäre ein Beispiel davon. Und diese Expertin, also sehr angesehen in der Community von KI, also kann zum Beispiel Johanna Breisung nennen oder Kathleen Müller also oder auch Philosophen und von anderen Bereichen, was ein bisschen auch inhaltlich unterstützt, was wir dann in unserem Kurs darstellen, aber auch in einer Art und Weise, was wir denken, es kann dann gut ankommen bei den Lernenden, auch mit den verschiedenen Differenzen. Das nächste Video ist noch ein Beispiel, die nächste Folie ist auch ein Beispiel davon, konkret für die Spiele. Also wir haben da verschiedene Spiele, wie ich genannt habe, in der Episode und auch am Ende ein anderes Spiel, wo wir dann verschiedene didaktische Elemente ausprobiert haben und auch in der Form, in einer angenehmen Form, aber auch, dass es Spaß macht, ne? Ein Spiel soll Spaß machen und wir glauben, dass das auch sehr gut ankommt. Und damit dann werden die Lernenden oder die Lernende werden dann am Ende erproben, ob dann ihre Kenntnisse zu den verschiedenen Themen dann fest sind oder die noch ein bisschen weiter jubeln sollen. Und die letzte Folie von mir, da haben wir dann natürlich in der Episode sehr konkret über die Lernziele, über die Kompetenzziele, auch Literatur
bezogen auf diese Element, aber auch auf anderen globalen Elemente oder Inhalten, da auch eine begleitende persönliche Lernmappe erstellt, wo die dann zusätzliche Aufgaben zum Beispiel für ein Zertifikat später oder für Predigt später belegen können, aber auch eine Begleitung haben, was in jeder Episode die wichtigsten Punkte waren, und dann ihre Meinungen auch Notizen nehmen können, was sie dann danach herunterladen können. Die nächste Folie ist dann der Mike dran. Genau, da bin ich schon dran. Ja, hallo zusammen. Genau, ganz viel habt ihr schon erzählt, was wir eben auch aus der KI Campus Perspektive mitgenommen haben. Also als wir das Lernen und das Konzeptdesign von eurem Kurs gesehen haben, dachten wir dann tatsächlich auch, du sprachst ja schon von einer Agentur, haben wir gesagt, um diese Anforderungen tatsächlich adäquat umzusetzen, müssen wir euch mit einer Designagentur zusammenbringen. Und das hat unseres Erachtens halt tatsächlich auch toll geklappt. Also der ganze Kurs, der hat ein stimmiges, übergreifenden Designansatz, der einerseits unseres Erachtens die Anforderungen hinsichtlich der Neurodiversität erfüllt, aber andererseits eben auch durch das ganzheitliche Look and Feel eben ein sehr ansprechendes Gefühl während des Lernens tatsächlich auch gibt. Der Variantenreichtum der Formate gefällt uns auch sehr gut, also insbesondere der rezeptiven Formate. Wir haben tatsächlich einerseits diese Erklärfilme, die auch von der Designagentur entwickelt wurden, die unter anderem Begriffe, Terminologien erklären, dann gleichzeitig eben tatsächlich das, was ihr auch schon meintet, dieses Dialogformat, dieses Interviewformat, also kein klassisches Abfilmen von PowerPoints beispielsweise, PowerPoint-Präsentationen. Und was wir dann zusätzlich noch sehr spannend fand, was ihr eben auch gemacht habt, beziehungsweise was im Kurs eben auch drin ist, dass ihr tatsächlich diesen Perspektivwechsel auch vorgenommen habt. Das heißt, ihr habt dann tatsächlich auch Meinungen von Lernenden mitgenommen, die eben auch in dem Lernangebot mitgenommen und wiedergespiegelt werden. Das habt ihr dann verbunden sozusagen mit produktiven Formaten halt tatsächlich mit der Auseinandersetzung der Lernenden halt in Form von Quiz und Assessment-Elementen. Und da ist es natürlich auch schön, das spielt schon so ein Stück weit auch in das Lerndesign des Kurses rein, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass man sich eigentlich gar nicht so fühlt, als sei man jetzt in einem Lernangebot, in einem MOOC oder in einem Kurs drin, sondern es ist eine sehr, sehr spielerische Auseinandersetzung mit dem Thema. Genau, was unseres Erachtens eben ganz, ganz leichtgängig dann eben in diese Reflexion und in ethische Auseinandersetzungen mit verschiedenen Themen rund um KI führt. Das Ganze, wenn es um die User Experience geht, ist super spannend für uns, weil es unseres Erachtens, was die Qualitätssicherung angeht, was in Deutschland sehr wenig Beachtung findet, das haben wir in Großbritannien eher, dass es sozusagen um den Aspekt des Belongings geht, also man gleitet sozusagen in den Kurs rein und fühlt sich sozusagen ein Stück weiter angekommen, was super wichtig ist im Hinblick auf Dropout-Raten, also dass man halt einen Kurs abbricht, wenn man dann möglicherweise frustriert ist, weil man ja nicht mit Lehrenden in der Form interagiert, wie das bei einer On-Site-Veranstaltung der Fall ist. Es ist also super wichtig, dass der Lernende ein Gefühl aufbaut, dass er sich sozusagen in dem Kurs mehr oder weniger aufgehoben fühlt. Und genau das ist eben durch dieses Look and Feel und eben durch diese abwechslungsreichen Lernelemente ist das eben unseres Erachtens sehr stark gewährleistet. Genau, und da kommen wir eigentlich dann auch schon zu dem Lerndesign. Da habe ich jetzt schon vieles vorweggenommen. Also wir haben tatsächlich immer eine sehr, sehr ausgewogene Mischung aus rezeptiven Formaten, also wo ich mir Sachen halt angucke, und dann tatsächlich dann auch produktiv, wo ich dann innerhalb dieser Quizzes oder dieser Games dann mich auch selbst ausprobieren kann, ohne dass es in irgendeiner Form Druck aufbaut. Also es ist keine Prüfungssituation oder dergleichen. Es ist tatsächlich, ich sammle sozusagen meine Punkte dann im Kurs, ähnlich wie ich das möglicherweise im Computerspiel mache. Also es ist eher ein Spannungsansatz. Man möchte sehen, wie es weitergeht im Hinblick auf eine Storyline. Also es ist tatsächlich irgendein Prüfungsdruck,
generiert. Und genau so ist es tatsächlich dann auch hinsichtlich der Lernstilchecks. Also da wurde natürlich auch darauf geachtet, dass immer mal wieder dann sozusagen kleine Wissensabfragen dann in den Kurs integriert sind, dass aber tatsächlich in so kleinen Dosen dann auch, dass das immer wieder mal aufpoppt, dass es nicht so ist, dass ich denke, oh mein Gott, jetzt kommt da eine Prüfung und jetzt muss ich mich 30 oder 50 Minuten halt mit einer Wissensabfrage auseinandersetzen, sondern es ist halt wirklich was, wo man dann auch relativ leichtgängig dann tatsächlich dann durchgleiten kann. Und so ist das vom Gefühl her innerhalb des ganzen Kurses. Genau, also es ist sozusagen halt wirklich ganzheitlich gedacht im Hinblick auf Neurodiversität, aber das ist überhaupt nicht negativ, sondern tatsächlich halt, dass es ein positives Look and Feel ist und was sehr stark eben tatsächlich aus der lernenden Perspektive gedacht ist. Genau, und also es ist für uns ein super schöner Pilot und wir hoffen, dass im Zuge der Weiterentwicklung des KI Campus noch viele weitere Kurse dieser Art entstehen. Genau. Und damit gebe ich dann nochmal ab an Claudia. Okay, vielen Dank, Mike. Vielen Dank, Dagmar, für eure tollen Worte und ja, die super Vorstellung unseres Kurses natürlich. Wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielleicht eine ganz kurze W-Frage. Wer, wie, was, wo. Wie komme ich in den Genuss dieser Kurse? Also wie bekomme ich Kontakt mit den Kursen, egal zu welcher Gruppe ich gehöre oder wo ich mich zugehörig fühle, sage ich jetzt gerade mal so. Gut, ich mache jetzt kostenfrei Werbung für den KI-Campus, aber ich liebe ihn, es ist ein tolles Angebot, was wir hier in Deutschland haben. Insofern gehen Sie auf kicampus.org, melden Sie sich kostenfrei an und dann können Sie natürlich sofort, wir stehen ganz oben, gleich in den Kurs Daten und Algorithmen Ethik kommen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben eine Frage von Simon, kurz eine Frage aus dem Chat vorweg und dann Simon. Ja. Die Frage im Chat, also die auch mit einem Dank und dann für den spannenden Vortrag verbunden war, auf welchen Erfahrungen, Erkenntnissen haben Sie die Elemente entwickelt? Können Sie etwas dazu empfehlen und waren neurodiverse Menschen bei der Entwicklung beteiligt? Das sind jetzt mehrere Einzelfragen. Ich fange jetzt mit der ersten Frage an. Woher beziehen wir unsere Erkenntnisse? Ich hatte es kurz angedeutet, im englischsprachigen Kontext, im anglophoben Bereich, ist das Thema Neurodiversity weitaus verbreiteter. Und wir haben hier die Unterstützung eines Experten herangezogen. Das ist ein Wissenschaftler, aber auch ein Trainer, ein Speaker zum Thema Dyslexic People, aber letztendlich auch zum Thema Neurodiversity. Dieser Mann, Martin Bloomfield, ist selbst ein Dyslexic Person. Mhm. Und er ist angetreten jetzt im englischsprachigen Bereich, letztendlich die Awareness für Neurodiversität zu erhöhen, um eben ganz genau Menschen mit speziellen Lernbedürfnissen besser zu unterstützen, eigentlich schon vom Schulalter her. Wir sprechen jetzt ja für Weiterbildung bzw. im akademischen Kontext, aber letztendlich werden ja auch Kinder mal erwachsen und haben ja diese Bedürfnisse dann immer noch. Und insofern haben wir auch nicht nur mit ihm gemeinsam die Anforderungen entwickelt, sondern er hat natürlich letztendlich auch viele dieser Dinge pilotiert im Sinne, dass er im validierten Lernen uns unterstützt hat und uns ein Feedback gegeben hat. Okay, aber vielleicht noch an unsere beiden Teilnehmenden oder Teilgebenden im digitalen Raum. Sie haben aber noch kein konkretes Feedback aus den diversen Communities heraus, beispielsweise mit unterschiedlichen Neurodiversity, wie das ankommt, was so carefully, würde ich jetzt mal sagen, entwickelt worden ist. Das war eine Frage. Ah, okay. Das war eine rhetorische Frage. Ich antworte, dann antworte ich wieder. Ja. Irgendwie ist es ja dann doch so, dass die Präsenz mehr Nähe erzeugt. Nein, das haben wir noch nicht, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass wir mit diesem Kurs Step by Step fertig geworden sind. Also diese Lernreise der Episoden war für uns auch letztendlich ein prototypisches Vorgehen, Episode pro Episode quasi agil zu entwickeln. Jetzt existiert der Kurs als Ganzes und wir arbeiten ja mit dem KI Campus mit Mike weiter zusammen und ich glaube, das ist jetzt eine der Herausforderungen, genau diese Reflexion zu bekommen. Mike, Sie nicken gerade, wollen Sie noch einen Satz dazu sagen?
Genau, also was wir, also wir sehen jetzt beispielsweise nicht, dass wir, also jetzt, ob wir konkret, also im Rahmen unserer Pre- und Post-Cost-Surveys, dass es sich um neurodiverse Menschen handelt, aber was wir eben sehen bei diesem Kurs ist, dass wir eine sehr, sehr breite Zielgruppe erreichen. Also wir haben teilweise Kurse, die sehr spezifisch dann im Studieneingangsbereich dann angesiedelt sind und hier merken wir halt, wir decken sozusagen die komplette Bandbreite ab, also von jungen Studierenden bis hin zu lebenslang Lernenden, also Seniorinnen und Senioren, die sich eben auch sehr aktiv über den Support beispielsweise und über die Surveys dann tatsächlich uns Feedback geben, sodass wir den Kurs, das ist genau das, was auch Claudia gesagt hat, wir hatten einen iterativen Entwicklungsprozess, dass wir da sukzessive eben dann tatsächlich auch Anpassungen vornehmen konnten. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Lieber Simon, du hast noch eine Frage. Ja, ich würde das Ganze gerne nochmal auf eine größere Basis stellen, nämlich jetzt haben wir diese Erkenntnisse und diese Awareness für Neurodiversity im KI Campus und in diesem Online-System. Was müssen wir tun, um das wieder zurückzuspiegeln an die Unis? Weil mir begegnet das, dass das kein Thema ist. Also das Einzige, was es bei mir an der Universität gibt, ist ehrlich gesagt, dass man vielleicht eine halbe Stunde länger Klausur schreiben darf, wenn man so Themen hat. Das ist jetzt natürlich eine sehr komplexe Frage. Eigentlich müsste ich da jetzt sagen, wir müssten in einen anderen Raum gehen, aber ich glaube, unsere ehemalige Bildungsministerin ist gerade schon gegangen, weil ich glaube, das ist eine politische Frage. Und die Frage, auch was Sie gestellt hatten, wissen wir, wie viele Menschen, neurodiverse Menschen unseren Kurs anschauen, hat eben auch was damit zu tun, dass Dyslexia in Deutschland übersetzt wird als Lese-Rechtschreibschwäche. Und das hat natürlich was mit uns zu tun. Wer gibt jetzt gern schon zu, wer hat Schwächen, wenn man letztendlich eine Schulkarriere hat, wo man schon benachteiligt wurde da. Insofern, es ist ein Anfang. Wir können jetzt aber auch nicht wie Messias durch die Welt laufen. Wir müssen einfach zeigen. Und deswegen glaube ich, dass der KI-Campus genau die richtige Plattform ist, weil es allgemein eine sehr breite Wahrnehmung in der Bevölkerung hat, dass wir hier beginnen und dass wir Schritt für Schritt weitergehen und eben diese Awareness, diese Wahrnehmung schärfen. Das ist eigentlich unsere Botschaft, unsere Idee, unsere Vision. Wenn es eine Sache gibt, die ich jetzt morgen in eine neue Lehrveranstaltung von mir beispielsweise packen würde, was wäre das? Was soll ich als erstes machen? Also sind Sie Lernende in der Lehrveranstaltung oder Lehrende? Beides. Okay, jetzt sage ich mal, wenn Sie Lernende sind, würde ich sagen, melden Sie sich und sagen Sie, ich kann zum Beispiel Ihre Schriftart und Ihre Art der Farbgebung, die spricht mich nicht an, die verwirrt mich, die bereitet mir Schwierigkeiten. Es ist schwierig für mich, wenn Sie mich stundenlang lesen lassen und gleichzeitig dazu sprechen. Es sind auf Runde gebrochen eigentlich sehr einfache Dinge, die wir als Lehrende unabhängig, ob man es jetzt weiß oder nicht, alle schon beherrschen sollten. Aber Sie sehen alleine schon, wie wir jetzt diese Präsentation gestaltet haben. Es sind so kleine Dinge. Welche Schriftart, welche Größe, wie spielen Farben miteinander zusammen? Und ich ganz konkret. Ich finde das hochinteressant, um da nur dabei zu bleiben. Einer der kleinen Reiter war vorhin, Sie riefen freie Schrift. Korrekt. Glaube ich, Areal und Helvetica oder irgendwas angeführt. Hier ist auch keine Times, ja. Aber die meisten Zeitungen, die wir heute lesen, sind immer noch in Serifen. Springer. Also, ich habe jetzt keine Namen genannt, aber ich darf. Aber wenn es so allgemeine Erkenntnisse gäbe, die zweistellige Zahlen von Menschen betreffen, um zu allgemein besser Lernenden zu werden, würde man ja denken, warum kann man das nicht größer teilen? Und dann kann immer noch jeder sein Geschmackshäufchen machen. Ja, also war jetzt gerade meine Frage. Also gut, dass wir den KI-Campus haben an der Absolut. Stelle. Absolut. Vielen herzlichen Dank, lieber Simon. Vielen herzlichen Dank an Sie alle drei. Also nur weil die Zeit schon wieder fortschreitet und wir jetzt wieder nur eine kurze Pause zum nächsten Gast haben. Das Thema Inklusion wird uns weiter beschäftigen und ich glaube, es ist ganz groß auf die Stirn des KI-Campus geschrieben. Vielen herzlichen Dank an Sie alle. Vielen Dank. An alle, die Input gegeben haben, okay, damit sich das weiterträgt. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wie gesagt, machen wir eine ganz kurze Pause und ich freue mich sehr auf den nächsten Vortrag. Es ist der letzte, den ich anmoderieren werde, weil ich dann das Panel, das danach kommt, in total geneigte und hochprofessionelle Hände übergeben darf von Cordula Torner vom KI-Campus, die sich danach, und das möchte ich ganz kurz nochmal sagen, weil das Thema fachfremd KI-Lernen, Strategien zur Einbindung von OEC, des KI-Campus, in die Hochschullehre, wird nachher das Thema im Panel sein. Aber zuvor, und zwar das ab 17.30 Uhr, haben wir noch jetzt von 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr die Keynote von Professor Dr. Roberto Szymanowski, und zwar zum Thema Komplizen der Digitalisierung. Medienbildung, da sind wir schon wieder beim Thema, und Hochschule. Bin sehr gespannt drauf in 5 Minuten. Bis gleich.